Ja, willkommen in der neuen Hostetler Motto AG Filiale Zürich Süd, in unserer neuen TÜV-Erlebniswelt auf 3000 Quadratmeter. Ich würde sagen, wir laufen mal hier durch unser neues Geschäft durch. Maske auch. Hier wunderschön mal, so, wenn man reinkommt, der schöne Lamborghini, wo das Bond ist, zu dieser Ducati Diavel Lamborghini Edition. Hier ist der Marco Merki, der uns hier im BFV Bern, wo unser Ducati-Spezialist sozusagen. Marco, erzähl mal etwas über diesen TÜV. Ja, wir haben hier die wunderschöne, limitierte Diavel Lamborghini, die man in Zusammenarbeit mit Lamborghini aufgebaut hat. Das ist das Mekka eigentlich dort, wo die zwei Hersteller herkommen, in Italien, der Lamborghini und Ducati. Sie haben dann in Zusammenarbeit schon länger, sie haben angefangen vor zwei Jahren, als sie zusammen das Gebäude, das Distributionszentrum gebaut haben. Wir haben gesagt, man muss unbedingt etwas zusammen machen und jetzt ist der wunderschöne TÜV entstanden, wo in der Corona-Zeit eigentlich jetzt da das ganze Mensch hat aufblühen. Wir haben 630 Fahrzeuge von denen sind produziert worden in Italien, wo mittlerweile alle vergriffen sind auch schon. Wir haben für einen wunderschönen Preis von knapp 35'000 Franken haben wir da das Pendant zur Lamborghini, was gibt. Und wie viele TÜV hat es in der Schweiz von denen gegeben? Also wie viel hat man da verkauft oder wie viele sind in die Schweiz gekommen? Ich würde das wage sagen, was ich gehört habe, sind 10 Stück, die den Weg in die Schweiz gefunden haben. Wir haben 90 Länder mit Ducati zusammen, die natürlich dort schön sind, wir müssen aufteilen, dass alle gerecht behandelt werden. Ja. Also sehr wenig Stückzahlen, die nur in der Schweiz da sind. Wow, und die steht jetzt hier bei uns, kann man hier bestaunen. Sieht super schön aus, das Modell, zusammen mit dem Lamborghini, passt perfekt zusammen. Absolut, ja. Gehen wir weiter. Und das hier oben habe ich gestern gar noch zusammengesetzt. Das ist, also ich habe den ganzen Tag gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Das ist Ducati Superleggera, Panigale, Entschuldigung. Genau, Panigale V4. Und das ist richtig komplex zum Zusammensetzen gewesen. Aber wir haben natürlich auch das richtige Modell hier. Das ist natürlich viel schöner. Hier die Superleggera. Marco, erzähl etwas über die Hände, ich muss mir gar nichts sagen. Ja, was will man sagen? 159 Kilo, 234 PS, bleibt einem die Spucke weg. Also Konstrukt aus Carbon und viel Liebe. Und einem wahnsinnigen, rauschend emotionalen Motor. Und mehr ist dazu einfach nichts mehr zu sagen. Ja, vielleicht hier mal 600 Stück, gibt es auch weltweit von denen. Es hat noch, für die, die gerne noch einen wetten, also man kann noch bestellen von denen. Super, gut. Sehr gerne, jeder willkommen, entweder in Zürich oder Bern, selbstverständlich. Genau, wunderbar, super. Und da hinten sehe ich auch noch etwas ganz Spezielles. Hier die Superbike-Maschine hier. Kannst du etwas noch über die sagen gerade? Ja, das Modell ist auf Basis von der Panigale V4. Er ist das Bauen, Superbike-WM-Maschine von Ducati, die ja aus einem Serienmodell entsteht in der Superbike-WM. Eigentlich und das Pendant zum Panigale V4R, den wir hier haben, aufbereitet. Ein bisschen in dem Sinn natürlich auf den Fahrer, auf das Racing abgestimmt und nicht für auf die Straße. Genau der gleiche Motor im Prinzip, das wäre das Budgetmodell eigentlich zum Superleggera, wenn jemand sich gerne so Ducati suchen tun. Super. Und für dich jetzt hier der neue Showroom, den wir hier eingerichtet haben, wie empfindest du es jetzt von Bern da unten auf Zürich Süd? Hier ist natürlich das Ganze sehr offen. Es ist wieder neu. Ich bin schon zu Bern, habe ich das Vergnügen gehabt, neu dürfen starten mit Ducati im neuen Showroom. Jetzt hier noch einmal, für mich ist natürlich jetzt mal Hühnerhautatmosphäre, auf einen Ducati Showroom zu kommen, darauf dürfen zu arbeiten, eine Ehre, Freude, Alltag dürfen aufzustehen und natürlich mit den roten Ducatis zusammen die dürfen zu verkaufen, zu vertreten und die Leute dürfen können zu beraten und auf ihrem Weg mit den emotionalen Ereignissen, die sie mit den Ducatis werden, auch können zu begleiten. Super, danke vielmals. Bitte merci, gerne. Ciao, bis später. Das ist hier der Hannes. Da. Der Hannes hat ein paar spezielle Fahrzeuge mitgebracht. Ja. Ich sehe hier sehe ich einen Bob, ich sehe hier eine Badwanne. Ja, haben wir mitgenommen. Ja, also ja, kann man duschen drin irgendwie sozusagen. Ja, erzähl mal etwas über die Badwanne hier. Die hat ja ein Guinness-Buch-Weltrekord. Kannst du etwas über den sagen? Ganz genau. Also nach ein paar Bier und ein bisschen lang um Reden in die Nacht haben wir die Badwanne gebaut, respektive habe ich gebaut und irgendwann ist mir darauf gekommen, die ist so schnell
Es gibt schon eine im Guinness-Buch, die läuft etwa 263, die müssen wir schlagen. Und die Absicht war mal 100 und daraus sind etwa 186 geworden. Aber wie kommt man auf die Idee, eine fahrende Badewanne zu machen? Ja, eben. Männer und Bier, ja. Und einer am Tisch, der sagt, es geht nicht, es geht unmöglich. Und der ist für mich immer der Ursprung, hey, Garage, Tor runterlassen und schrauben. Okay. Ja, läuft das? Kannst du einmal die Schädel lassen? Ich denke, mit dem Lohn ist das ja, schon gesagt, ist manchmal wie eine Frau. Muss ein bisschen küdeln, aber er kommt. Also, gerne hier mal Strom. Gut. Danke vielmals. Ja, mal. Also. Zum Baden Musik, oder? Ja, genau. Dann da hinten sehe ich auch noch etwas, da, der AP da in dem schönen Martini Racing Design. Was kann man da dazu, oder was kann man mit dem? Können wir jetzt mit dem abschleppen? Ja, nein, ist eigentlich nur ein Schaufahrzeug, wirklich. Ja, der von 3 auf 152 PS Unit. Und ein reines Schaufahrzeug für auf Sportevents, wo man kann sagen, okay, schauen die Leute, es gibt auch noch andere Leute auf dieser Welt, die etwas spezieller sind. Ja, macht einfach riesen Fahrspass, ist auch gefährlich, geht ab mit Pressluft, ja. Ist wirklich richtig geil. Sehr cool, ja. Sieht auch innen wirklich cool aus, vor allem die Lenkung hat mich fasziniert, mit dieser Kette hier. Es sieht ziemlich abenteuerlich aus. Ja, es ist eben die Vorderachse von dem AP ist ein bisschen schwach gewesen. Da ist jetzt eine TÜV-Vorderachse drin und wir haben mit dem Lenker nicht so weit führen können. Und dann ist die ganze Konstruktion mit dieser Kette noch hergekommen. Ja, darum sieht es aber natürlich aus, aber es funktioniert tipptopp. Super. Ja, und hier der Bob da noch, der ist mir auch noch aufgefallen. Vor allem hier mit dem Luftfilter. Ja, es ist so, da hat auch eine kleine Geschichte. Ich kenne Rico Peter, der Bob gefahren ist. Und das ist ein originaler Trainingsbob von der Schweizer Bobmannschaft, wo ich dazugekommen bin über ihn. Und dann ist es darum gegangen, ich kann nicht allein drinnen hocken, ich muss ja einen Anstosser haben. Mein Anstosser ist jetzt ein Reismotor, ein 1000er mit 150 PS und ist auch Fahrspass pur. Geht zügig vorwärts. Ja, macht richtig Freude. Und der Bob ist der Original? Ja, eben, Trainingsbob von der Schweizer Bobmannschaft, wo sie mal gebraucht haben. Ist natürlich eher ein älteres Modell. Und dann haben die Einzelteile bekommen und hat wieder zusammengesetzt, abgeändert, dass es passt hätte. Und eben, das Highlight ist mein Beifahrer. Der Helm vom Beifahrer ist eigentlich der Luftfilter vom Motor, weil irgendwie muss er ein bisschen atmen. Und das hat sich jetzt gerade ergeben, weil es ist ja ein Zweierbob, also es sind zwei Leute drin. Ja. Du bist ja auch ein Mitglied von der Zweitakt-Mafia, oder? Richtig? Ja. Genau, da haben wir ja da die wunderschönen Töffli. Wir gehen noch Erinnerungen auf, für viele, die das noch so gekannt haben. Ja. Die legendäre Töffli-Zeit. Kannst du auch noch etwas dazu sagen, gerade? Ja, Spezialitäten ist eigentlich, da sind ein paar ehemalige Töffli-Buben sind da zusammengekommen und haben gefunden, wir fahren mal Töffli und irgendwann ist es darum gegangen, wir können nicht nur mit Originalen umfahren, sondern Bopper-Style war angesagt. Und da sind eigentlich alle individuell. Je nach Fahrer hat sich da jeder sein Töffli aufgebaut und untereinander hat man geholfen, die aufzubauen. Ja, daraus ist dann die Zweitakt-Mafia entstanden. Ja, wo wir eigentlich so Events, Ausfahrten machen. Ja, und Schrauber oben haben, wo wir wirklich miteinander etwas Bier nehmen und eins schrauben. Ja. Und dann eben halt eine gute Idee entwickelt hat. Ja, hat sich so bei Männern, ja. Dass es etwas so gibt, ja. Sehr schön. Danke vielmals, Hannes, dass wir die Fahrzeuge hier zeigen dürfen. Ja, freut mich auch. Freut daran. Super. Danke. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier in die Yamaha-Welt. Hallo Weso. Wie geht's? Ja, gut. Ja. Tipptopp, schönes Wetter, Eröffnung. Perfekt. Wunderbar. Und ja, wir sind jetzt hier im Yamaha-Showroom, also im Teil, im Yamaha-Teil. Richtig. Ja, wie gefällt's dir? Also mir gefällt's mega. Also ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht da von dem Ganzen. Die ganze Präsentation von dem Material da, das ist wirklich super schön. Also gefällt mir. Übrigens, die ganze Helmabteilung dahinter sehe ich zum ersten Mal fertig. Also das erste Mal, als ich da war, war das eine Baustelle und jetzt sieht es wirklich mega schön aus. Also Komplimente allen, die einen Beitrag geleistet haben für das. Ja, super, wir haben ja hier hinten haben wir noch ein spezielles Modell. Hier. Ja, du meinst... Hier die IZF R1, hier, genau.
Das ist auch etwas ganz, ganz Seltenes. Das ist etwas ganz Spezielles und zwar auch selten. Das ist ein Modell, wo weltweit nur 20 Stück gebaut worden sind. Das ist die sogenannte R1 20th Anniversary, wo natürlich Geburtstag feiert, vom Jubiläum feiert, von der 1998 ICDF R1, die wir hier haben. Das Originalmodell von 1998 ist gerade hier. Und die Maschine ist eben 20 Mal gebaut worden, weltweit, als Erinnerung an die erste ICDF R1 mit der originalen Lackierung. Die R1 ist natürlich mit Top-Komponenten von GYTR, der Racing-Abteilung von Yamaha, ausgestattet. Und das geht von Bremsenkomponenten, Elektronik, Motortuning ist auch noch drin. Und Hostetler hat Glück gehabt, dass wir ein Stück von diesen 20 weltweit Maschinen haben dürfen bestellen. Und wir haben sie bekommen. Also das ist wirklich etwas ganz, ganz selten. Sehr schön. Ja, also bei uns sieht man, wie wir jetzt vorher schon gesehen haben, boah, sehr spezielle Exponate haben wir hier. Auch noch hier noch die historischen Yamahas hier. Richtig. Haben wir auch noch ein paar mitgebracht. Genau, die auf der Bühne. Wollen wir ein bisschen näher gehen? Das ist natürlich der Anfang, der Alleranfang von der Viertakt-Ära bei der Yamaha. Die allererste Maschine Ende 1968, 69 XS1, XS56. Und das ist dort, wo die Viertakt-Ära angefangen hat bei Yamaha. Muss man wissen, bis dahin war Yamaha in den 60er-Zeiten sehr bekannt für Zweitaktmodelle. Kleine Kubik, 250er, 350 Kubik, aber Zweitakt. Und die Konkurrenten, wie zum Beispiel Honda, haben im 1968 die CB57 gelauncht. Und Yamaha hat natürlich auch müssen etwas bringen im Bereich Viertaktmaschinen. Und die XS56 hat sich natürlich ganz stark auch von der europäischen Produktion, sprich von Triumph, inspiriert. Und das ist die erste 650 Kubik Maschine Viertakt Parallel Twin Maschine von Yamaha. Und das hat natürlich einen richtigen Coup gemacht bei der Yamaha. Für die Fangemeinde von Yamaha ist das absolut unglaublich gewesen, dass Yamaha so schnell eine Viertaktermaschine gebracht hat. Und das hat natürlich Erfolg gehabt. Ich kann euch nicht sagen, wie viel, also stückzahlenmässig, das verkauft worden sind. Aber heute noch ist das die beliebteste historische Viertaktmaschine von der Yamaha. Was ist denn jetzt die beliebteste? Oh, die beliebteste jetzt gerade ist gerade die hier vorne. Das ist die MT07. Genau. Natürlich von 1969, jetzt ist 2021. Und das ist nicht nur die beliebteste Maschine bei der Yamaha, das ist auch das meistverkaufte Motorrad in der Schweiz. Jetzt letztes Jahr über 1300 Stück auf der Straße eingelöst. Also das ist ein absoluter Bestseller. Das ist selten, dass so ein Modell wie die MT07 praktisch in jedem Segment einen Käufer findet. Also routinierte Fahrer sagen sogar, die Maschine ist wirklich geil zum Fahren. Ich bin früher gröbere Modelle gefahren oder größere Kubik. Ich komme auf so eine 700er Maschine. Ich fühle mich wohl, der Motor hat Charakter, ist unglaublich. Anfänger finden sich absolut wohl auf solche Maschinen. Damen, Frauen finden auch die MT07 wirklich als super, einer der besten Modelle zum Einsteigen, Wiedereinsteigen. Also die MT07 ist wirklich nicht nur das Bestseller bei der Yamaha, aber wie gesagt auch der meistverkaufte Motorrad in der Schweiz. Super. Schön, danke vielmals für die Auskunft. Gerne. Gehen wir gerade weiter. Ja, dann sind wir hier in der Vespa Piaggio-Welt drin. Da haben wir auch ein ganz spezielles Modell hier, die First Edition Ricordo Italiano heisst die. Das ist eben so ein Einzelstück, das wir jetzt in dieser Eröffnungswoche hier zeigen dürfen. Neben den Paletten natürlich von der Piaggio und von der Vespa. Und hier haben wir die ganze Welt von der Ainese natürlich. Hier ist jetzt gerade der Nikolas, ist gerade besetzt. Unser Ainese-Spezialist in der Beratung. Und hier natürlich die ganze Bekleidungswelt. Findet man alles, in jedem Bereich komplett. Ein paar tausend verschiedene Artikel, die man hier anbietet. Alles, was das Dörfahrerherz begehrt. Und hier haben wir rund 80 verschiedene Schuhmodelle im Angebot. Und jetzt endlich unser Highlight ist natürlich ganz klar die Helmgalerie hier oben, die wir hier neu eingebaut haben, mit über 1000 Helmen. 8 verschiedene Marken. Eine riesige Auswahl, verschiedenste Designs, verschiedenste Marken.
Also da findet man wirklich das, was man sucht. Und hier haben wir auch ein Highlight, natürlich Shark haben wir auch im Angebot, einen wunderschönen Helm. Und das hier ist noch ein altes Lederkombi, so ein klassisches Marlboro, das man natürlich heute nie mehr sieht. Natürlich die Zigarettenwerbung ist ja nichts Gutes. Und das ist ein Kombi von Philippe Goulon, da haben wir auch noch den Helm noch von ihm. Da sieht man sich die Entwicklungsgeschichte von Helmen. Der unterste ist einer von der Isle of Man, ist ein Cornwell-Helm, ein alter. Und dann geht es auf den Tom Lüthi-Helm, der hier ist. Und da sieht man noch ein Schnittmodell von einem Scheuhelm drin. Ich würde sagen, wir gehen mal über in unseren zweiten Laden, den wir haben. Also wir haben ja da ist jetzt der grosse Teil und auf der anderen Seite haben wir noch Indien und noch vieles anderes. Das möchte ich euch jetzt schnell zeigen. Dann haben wir hier die schönen Tissot-Uhren. Man kann jeden Tag eine Uhr gewinnen. Wunderschöne Uhren, schön inszeniert wie alles hier im Laden. Da ist noch der Peter Hostetler. Hi, Peter, so. Hoi. Hallo zusammen. Und was sagst du dazu zu der siebten Filiale von der Hostetler? Ja, mega stolz, dass wir das geschafft haben. Wenn ich denke, wie es angefangen hat. Mit einer Lieferung Arigoni, ein paar Yamahas und heute ist das. Und auch mit dem Ausbau vom ganzen Sortiment. Das macht stolz und ist gut. Wichtiger Schritt für die Zukunft. MR. Schön, super. Alles klar, dann gehen wir raus. Natürlich haben wir an der Eröffnungswoche natürlich auch alles probefahren, natürlich, was wir hier haben. Jetzt ist das Wetter noch wunderschön, aber ich denke mir, es wird auch noch besser. Dann hier da noch ein Highlight, bin ich fast drauf vorbeigelaufen. Der ist jetzt gerade fertig geworden. Wir haben hier 7 Filialen. Und wir haben Dugatti in Zürich, wir haben in Bern und in Sion Dugatti. Und die haben wir jetzt speziell gemacht, jetzt auch auf der Eröffnung hin. So, da sind wir jetzt in der Indienwelt. Das ist ein bisschen, ich sage mal, ja, so typisch amerikanisch. Ein bisschen gemütlich. Auch die Musik, die läuft, passt ein bisschen dazu. Das komplette Angebot von Indien mit Bekleidung, Zubehör, alles hier in unserer Filiale Zürich Süd in Adliswil. Und wenn man natürlich so ein Produkt fährt, dann braucht man einfach ein bisschen spezielle Bekleidung natürlich dazu. Das haben wir natürlich hier oben, da sieht man schon, Rocker. Haben wir hier auch. Ah, das ist ja gerade Simi, sie weiss da super Bescheid. Simi, kannst du etwas sagen, was wir hier alles haben? Da haben wir die Rocker-Kollektion von den neuesten Sachen von der Rocker Tech. Über Schuhe, zu Caps, bis zu den neuen Rider-Shirts. Super. Die Bellstoff haben wir auch noch. Bellstoff haben wir auch noch. Die ist dann auf dieser Seite, genau. Genau. Hier die ganze Bellstoff-Welt mit den Händchen natürlich dort oder der Wand hinten. Und natürlich, wenn man irgendwie ein Okkasionsfahrzeug sucht, haben wir auch hier alles Okkasionen. Dann auch noch schöne Umbauten natürlich noch. Und was natürlich cool ist, was auch dazu gehört, wenn man mal hier eine Runde Billard spielen will, dann kann man das hier machen. Man kann sich hier mit Kollegen treffen vor einer Ausfahrt, eine Runde Billard spielen. Nigelnagelneuer Tisch, wir haben mega Freude daran. Die Mitarbeiter natürlich auch am Feierabend. Aber das gehört ja dazu, dass man auch Freude hat am Arbeiten und Freude hat an dem Laden und die Emotionen am Kunden weitergeben kann. Wirklich cool. Das sind sie gerade am Livestream vorbereiten für heute Abend. Genau. Und hier noch wunderschöne Indien, eine alte, das gehört natürlich dazu. Das tropft Öl raus, das gehört ein bisschen dazu da bei diesen alten Fahrzeugen. Also gerade bei denen. Und ich sehe gerade, den Pneu sollte man auch mal pumpen. So, also, ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Wir haben von heute bis am nächsten Samstag, am Sonntag haben wir übrigens offen, den Sonntag, haben wir offen, kommt vorbei, würden uns freuen, wenn ihr unsere neue Töffelerlebniswelt besuchen würdet.